Hallo, mein Name ist Andreas Heidige von der Firma Heidige aus Hamburg. Unser heutiges Thema ist nochmal eine permanente Lösung und eine nicht permanente Lösung. Das bedeutet eine permanente Lösung, wo ihr quasi mit schlafen könnt und ja, was ihr halt tagtäglich auf dem Kopf habt. Ich möchte euch bitte nochmal kurz unsere Philosophie näher bringen. Eine Permanentlösung bedeutet für uns nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel am Stück ein Haarteil 4 Wochen oder 6 Wochen lang auf dem Kopf habt. Wenn ihr so ein Haarteil 4 bis 6 Wochen lang auf dem Kopf habt, passiert Folgendes, dass natürlich erstmal unten drunter, falls noch Haare vorhanden sind, auch wenn es wenig sind, dann wachsen die Haare ja. Wenn die Haare unten drunter wachsen, dann entsteht natürlich im Haar eine sogenannte Kapillarität. Das heißt, diese Körperflüssigkeit, die aus der Haut ausgeschieden wird, sammelt sich im Haar an und diese Flüssigkeit sammelt sich natürlich dann logischerweise, also Schweiß und Fett, auch in dem Klebestreifen an. Dann passiert Folgendes, dass der Kleber sich ein wenig verflüssigt. Das hat was mit der Säure der Körperflüssigkeit zu tun. Und es kann passieren, dass dann der Kleber schmierig wird. Deswegen empfehle ich immer bei einer Permanentlösung, dass man eine Normalität hineinbekommt, dass man sagt, okay, ich nehme das Haarsystem alle 3 Tage vom Kopf herunter. Im Kopf herunter, wo ich halt einfach mal kurz die Klebestreifen drauf mache, Klebestreifen abmache und den Kopf oben rasiere, und dann wieder die Klebestreifen drauf mache und das Haarteil wieder platziere. Das heißt, im Endeffekt ist das das Gleiche, als wenn ihr unter die Dusche geht, euch duscht und die Haare wäscht und die Haare stylt und so weiter und so weiter. Sollte jetzt wieder erwarten einer sagen, okay, ich möchte jetzt mal 3 Wochen wandern gehen, ich habe gar nicht die Möglichkeit, das Haarsystem abends abzunehmen, dann müssen wir natürlich mit anderen Klebern arbeiten. Dann arbeiten wir beispielsweise mit einem Silikonkleber. Zum Beispiel von der Firma Vapuum ist das die Firma No Tape. Das heißt, es kommen Silikontropfen oben auf den Kopf drauf, also auf den Klebestreifen. Und das muss man dann 10 Minuten einwirken lassen. Dann wird das Haarsystem aufgerollt und dann kann man so ein Haarsystem auch mal 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen lang immer auf den Kopf tragen. Das Entscheidende ist nur dann, dass in der Regel ihr wieder in euer Institut gehen müsst. Das heißt, der Friseur müsste dann das Haarteil für euch wechseln, aber auch reinigen. Und das ist ja unsere Grundphilosophie, was wir euch in den letzten Videos immer wieder gesagt haben. Wir möchten keine Abhängigkeit, sondern ihr habt die Möglichkeit, ein Haarsystem permanent zu tragen, und unsere Aufgabe ist es, euch beizubringen, dass ihr damit auch selber zurechtkommt. Deswegen machen wir keinen großen Unterschied zwischen einer permanenten und einer nicht permanenten Lösung, weil ihr habt im Endeffekt mit den gleichen Klebestreifen die Möglichkeit, das Haarsystem entweder auf den Kopf zu lassen oder, wenn ihr wollt, dass ihr das abends wieder abnehmen könnt. Das ist ein kleiner Einblick oder Ausblick für diese Permanentlösung und Non-Permanentlösung, weil ich immer wieder gefragt worden bin. Wenn Fragen da sind, könnt ihr natürlich mir jederzeit ein E-Mail schreiben oder mit mir über Skype einen Termin vereinbaren. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, euer Andreas Heidige. Hier im gesamten Bereich war der Unfall, also wo der Kunde verbrannt worden ist.